Hallo Freunde, willkommen zurück zu House Flipper 2. In der letzten Folge hatten wir tagsüber und jetzt ist auch schon wieder Dämmerung angesagt, so wie das aussieht. Oder meine Scheiben sind dreckig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Runde ein Hausboot renoviert, das auf dem Strand lag. Und wir haben freigeschaltet die Fähigkeit, Häuser zu kaufen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Was gibt es denn da so Schönes und was kostet das vor allem? Im Besitz haben wir aktuell das Familienhaus, in dem wir stehen, das noch nicht wirklich renoviert ist. Hier muss ich nochmal durchgehen. Was gibt es hier noch? Oha, da gibt es doch schon einiges. Und wir haben 103.000 auf dem Konto. Das heißt, ja, ich würde sagen, so hier in dieser Range könnten wir uns schon mal bewegen. Weil das Ganze müsste ja auch eingerichtet werden. Und wenn wir 80.000 bezahlen, haben wir nicht mehr viel fürs Mobiliar. Über der Garage, ja, das könnte auch noch drin sein. Ja, aber hier an der Küste, das läuft nicht. Und guck mal, was wir hier haben. Ehemaliges Hausboot. Das ist das, was wir eben eingerichtet haben. Sehr schön. Der Auftrag hat uns über 20.000 gebracht. Also vielleicht sollten wir das Teil dann tatsächlich mal erwerben. Das geschlossene Restaurant. Ah, das sieht nur der Buchhandlung ähnlich, oder? Nein, das ist die Buchhandlung mit dem Café. Das haben wir tatsächlich schon renoviert und eingerichtet hier, das Teil. Und hier waren wir auch schon drin im modernen Strandhaus. Das sind alles die Häuser, wo wir Missionen gemacht haben. Wenn ich mich nicht täusche. Das kenne ich nämlich auch. Ach, das ist ja krass. Okay, und wo war die? Hier war die Garagenparty. Grüner Rückzugsort. Okay, interessant. Also alles, was wir renoviert haben, können wir jetzt kaufen. Super. Ganz großartig. Nur das Hausboot sieht immer noch ganz schlimm aus. Wenn ich da jetzt raufgehen würde, würde ich es gleich kaufen oder kann ich es mir noch angucken? Ich kann es mir noch angucken. Sehr gut. Okay, ein reizendes Vorstadthaus mit einem Schlafzimmer, offenem Wohnzimmer, funktionstüchtigen Badezimmer und Küche. Ist teilweise renoviert, enthält einige übrig gebliebene Materialien und Möbel aus zweiter Hand, die wiederverwendet oder verkauft werden können. Könnte eine Reinigung benötigen. 400 Quadratmeter Gartenfläche und 55 Quadratmeter Wohnfläche. Was mich noch ein bisschen abschreckt, ist nicht nur der Zustand hier vom Haus, sondern auch der Zustand vom Garten. Und im Garten waren wir noch gar nicht, da haben wir noch nichts freigeschaltet. Dementsprechend würde ich mal weitermachen mit Missionen erstmal und darauf hoffen, dass hier irgendwie auch was mit Garten kommt. Oh, wir haben Post. Tom Marino, Zeit, ein Haus zu kaufen. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass es eine Internetseite gibt, auf der heruntergekommene Häuser zu finden sind. Ja, eines davon zu kaufen, renovieren, weiterzuverkaufen, ist eine tolle Möglichkeit, das Gewinnpotenzial voll auszuschöpfen. Tolle Möglichkeit, den Bonus, den du für die Renovierung des kleinen Hauses für mich erhalten hast, zu investieren. Oder du kannst es ausgeben, wie du willst. Es ist schließlich dein Geld. Mach's gut, Tom. Danke, Tom, für diesen Tipp. Jetzt wäre es aber toll, wenn du noch irgendwie einen Auftrag hast mit Garten, damit wir da rein können. Zimmer für meinen Enkel, Heimwerken fehlgeschlagen, klingt jetzt nicht nach Garten. Nee, was haben wir hier in der Stadt? Gar nichts. In der Stadt ist nichts zu holen gerade. Okay. Dann kaufen wir vielleicht doch schon das Haus und fangen an damit, hä? Gucken wir mal kurz, was hier, Frau Margaret Fontana für uns hat. Liebe Frau Pisi, mein einziger Enkel wird für eine Weile bei mir bleiben und ich wollte ihm sein eigenes Zimmer einrichten. Er kommt leider nicht oft zu Besuch und ich wünschte, das würde sich ändern. Er liegt mir sehr am Herzen. Mein altes Schlafzimmer auf dem Dachboden sollte sich perfekt dafür eignen. Ich benutze es nicht mehr, da meine Knie nicht mehr das sind, was sie mal waren, und es mir nicht leicht fällt, jeden Tag all diese Treppenstufen zu erklimmen. Ich habe selbst bereits etwas sauber gemacht, aber ich könnte wirklich etwas Hilfe beim Streichen und Einrichten gebrauchen. Frau Fontana, kein Problem. Wir sind dabei. Ohne zu gucken, was bei Ihnen los ist. Wir legen einfach los
und stehen ihn zur Seite. Dann lass mal gucken. Oh, das sieht doch schon mal, also von außen ist das schon mal schön. Hier gibt's nichts zu tun. Hier ist alles fein. Dann gucken wir mal drin. Auch hier auf der Veranda. Alles gut. Hier liegt ein Buch. Wild Roses. Wilder Ritt. Nee, Wilder Ritt, nicht Wild. Wild Roses. Naja. Lassen wir das mit den Büchern. Das kostet nur Zeit. So, let's see. Frau Fontana, hallo. Ich bin da. Hier müssen wir auch nichts machen. Hier unten ist alles fein. Hat sie ja ganz nett eingerichtet, ne? Hier auch schön mit den Büchern. Das hat was. Was haben wir hier? Badezimmer. Da müssen wir wohl auch nichts machen. Briefe, Schlüssel. Dann gehen wir mal oben gucken. Frau Fontana ruft an, okay. Good morning, my dear. Hallo. It is Margaret Fontana calling. I would like to tell you a bit about my grandson Johnny. Ja, unbedingt. Your job is to prepare a room for him. And I really wanted to make him feel at home right away. I even bought some of his favorite books, so he can have them here. Okay. Oh yes. He always has his nose in a book. Ever since he was a little boy, he would come to me and say, Grandma, I got a new book. Read it with me. Very well spoken, even as a toddler. Now he reads by himself, of course. Ja, fantastisch. Doesn't need Grandma's help at all. Jetzt kann er dir vorlesen, was mag er denn sonst noch? Ja, genau. I remember him saying he wants to see the world one day, to travel. Like the hero of his favorite book, The Many Adventures of Traveling Frog, that is. Oh, I remember him sitting on my lap, looking at the pictures and listening to me reading out loud. There was a chapter he really loved. Why did Frog take the train? He talked about traveling the globe by train for months. I bought him a toy train. Ich hätte nicht fragen sollen. Early childhood dream. I put it with the books in the box in the attic. Can you display it nicely when you finish with everything else? Oh. Ja, das kriegen wir bestimmt. I hope very much Johnny will like it here. Ja, wollen wir mal gucken. Take good care of preparing his room. Have a nice day, my dear. Ja, tschüss, Frau Fontana. War mir eine Ehre. Ich frage mich nur, wenn der hier oben einzieht, wo schläft sie? Weil hier unten? Schläft sie auf dem Sofa? Da war ja nur ein Badezimmer. Hier ist sonst kein Bett, also nett, dass sie es ihm überlässt. Gut, dann gucken wir mal. Wir sollen relativ viel verkaufen. Wir machen Müll weg, Flecken, Fenster putzen. Wir werden streichen und wir werden neu einrichten und Kartons auspacken. Gut, dann steigen wir ein mit dem Verkauf. Wie immer. Und ja, hier darf schon mal relativ viel weg. Da war schon mal Müll drauf. Okay. Der Wecker soll weg. Die alte Deko soll weg. Wobei, die Paddel ist ja fast wie Reisen, ne? Bestimmt von Reisen mitgebracht. So, die alten Gläser. Die Zeitungen lassen sich auch verkaufen, ne? Ja, sehr gut. Ja, wir entkernen also einmal komplett, so wie das hier aussieht. Alles an altem Mobiliar geht raus. Damit der junge Mann sich hier wohlfühlen kann. Aber nett von der alten Dame, ihm hier alles zur Verfügung zu stellen. Und eine Quietscheente, darf die bleiben? Ja, die Quietscheente darf bleiben. Gut. Okay. Fangen wir hier vorne an.
Einmal Müll. Also viel Müll ist ja auch gar nicht, ne? Was ist hiermit? Soll der weg? Der darf bleiben. Ist hier noch was hinter? Nö. Muss von außen geputzt werden. Nein, das hat die Dame voll im Griff hier. Okay, cool. Fangen wir mal hier in den Ecken an. So. Es hält sich ja in Grenzen. Außer ich übersehe irgendwas. So, noch ein Fleck. Stimmt, gibt's da oben noch? Jawohl. Da habe ich noch einen gesehen. So, das war das. Die Fenster. Auch hier. Also ein Fensterputz-Skill wäre auch super. Wenn das besser hinhauen würde, das wäre ja mega gut. Ja gut, wenn man nicht ganz so grob ist dabei, ein bisschen überlappt, dann haut es einigermaßen gut hin. So, aber schön hier am Strand, ne? Es hat schon was. So, das haben wir sauber. Dann machen wir hier weiter. Dass wir erst einmal alles säubern und den Müll wegschmeißen. Oh, so ein langes Fenster. Gut. Check. Ja, die alte Dame hat es auch nicht mit Fensterputzen. Genau wie ich. Bei ihr könnte es am Alter liegen, bei mir an der Lust. So, die alten Spackflecken weg hier. Ist hier noch irgendwo Schmutz? Nö, ich glaube nicht. Können wir hier weitermachen? Ach, auch hier sind wieder Fenster. Großartig. Könnt ihr auch einfach aufmachen, dann sieht's keiner, ne? Irgendwas noch in den Ecken? Ja, da oben. So, gut. Was machen wir hier noch? Nichts. Badezimmer haben wir. Badezimmer check. Sehr gut. Hier kann er dann selber sein Zeugs mit reinbringen. Beach-Ente stellen wir ihm hier hin. Perfekt, das kann er also wieder nutzen. Was kommt hier rein? Eine Heizung? Jetzt bin ich gespannt, ob wir die montieren müssen. Nö. Das Minigame ist tatsächlich verschwunden. Zwei Kisten, ein Teppich. Dann packen wir erstmal den Teppich hin. Echt jetzt? Ein Blumenteppich? Wie alt ist denn der Enkel? Ich meine, der ist ja schon auf Reisen unterwegs. Packen wir die hier mal so ein bisschen mittig. In der Hoffnung, dass diese Kisten... Ach, das sind so kleine Kisten. Ich dachte, das wären große.
Affen und Zebras. Ich weiß ja nicht. Ein Froschposter. Das Poster kommt hier hin, würde ich sagen. Obwohl da macht sich der... Wo packen wir den Spiegel hin? Ja, hier kommt das Froschposter hin. Und den Spiegel, den hängen wir... Vielleicht tauschen wir es doch aus. Pack den Spiegel mal kurz irgendwo... Oh nein, der geht nirgendwo anders an die Wand. Kommt er erstmal dahin? Das hängen wir doch um. Pack mal erstmal dahin. Den Spiegel hier rüber. Hier hat er mehr Raum. So. Ah, geht schon. Und das Teil kommt auf die Seite. So machen wir es. Bisschen höher, ne? Sonst sieht es so komisch aus dem Spiegel gegenüber. Ja. Bitte sehr. Das haben wir. Weiß nicht, ob ich es gut finde. Hier müssen wir streichen. Mit zwei Farben. Okay. Welche Wände denn? Die Wand und die Wand. Die ist weiß. Welche Farben sind denn gewünscht? Cyanblau und Gelb. Das wird ja ein ganz interessanter Mix. Einmal Cyan und einmal Gelb. Machen wir hier Blau, Blau, Gelb, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Markier mir mal das und dann müsste ich doch eigentlich bis da hinten rüberziehen können. So. Als würde der das Muster hier nicht schön finden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das feiert der doch bestimmt total. Nicht. So, sehr schön. Den Part haben wir. Wie kriegt man das jetzt vernünftig hin? So? Wahrscheinlich, ne? Streiche ich ein bisschen das Dach mit. Ah, doch, das... Ah, ja, okay. So funktioniert die Markierung anscheinend. Gut, okay. Dann ist fein. Dann geht das ja doch flotter, als ich dachte. Man kommt aber blöd ran ohne Leiter. Ja, sehr schön. So, hier noch. Ich häng fest. Einmal die Seite. Einmal Farbe nachnehmen. Und kann ich dann nicht auch tatsächlich, wenn ich von da nach da markiere und dann hochziehe? Wir gehen einmal bis da erstmal. Nicht, dass ich hier irgendwie übers Holz streiche. Das wäre blöd. Interessante Technik, ich weiß, danke. Guck mal, jetzt gehen nämlich auch diese Lichtschalter, also die verschmelzen jetzt mit der Wandfarbe. Das ist doch cool. Ah, ich habe da hinten so ein bisschen vergessen. Müssen wir das einmal von hier machen? Dit, 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 dit.
So, und jetzt den oberen Part noch dazu. Schon wieder eine Ecke ausgelassen. Das gibt's doch gar nicht. Und wieder auf der gleichen Seite. Bitte sehr. Geht doch. So, gelb. Oh, so ein schönes Gelb. Großartig. Weiß ja nicht, ob das wirklich cool ist. Wir haben dann blau oder also Cyan, gelb und weiß. Okay, aber wir haben auch Boxen mit Zebras und habe ich vergessen hingestellt und ein Poster mit Fröschen. Keine Ahnung, wie alt dieser Enkel sein soll. So, aber hier würde ich mal behaupten, dass wir das mitstreichen. So, das ist farbenfroh, würde ich meinen. Überschüssige Farbe kommt weg. Haben wir Farbe erfüllt? Ja, Streichen ist erfüllt. Jetzt geht es tatsächlich ans Einrichten. Dafür stellen wir uns die Kartons mal hier drüben an die Seite, dass die nicht im Weg sind. Können wir uns ja gleich wiederholen. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen Bett, dekorative Kommode, Heizung. Ich habe vergessen, wo die Heizung vorher hing. Ich würde darauf tippen, dass die hier drunter soll. So. Das ist Schreibtisch. Das ist Nachttisch zum Bett. Dann stellen wir erstmal das Bett. Das stand vorher hier. Das könnte man dann natürlich wieder hinstellen. Wir könnten es aber auch hier unter das Fenster packen. Die Aufteilung vom Raum kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, in Teil 1... gab es schon mal eine solche Aufteilung. Wir stellen es erstmal hier hin. Der Nachttisch, der kommt hier neben. So. Der Schreibtisch, da gucken wir nämlich, dass der hier hinkommt in die Ecke. Das könnte ganz gut sein. Eine Tischlampe. Die ist jetzt so hoch. Das ist nicht ganz optimal, aber ein Sessel, da ist der Computerstuhl. So. Tischlampe. Die kommt hier auf den Nachttisch. Mit Sternchen, okay. Gut. Eine Uhr. Wo packen wir die Uhr mal hin? Da oben. Ah, ganz in der Mitte kommt man nicht. Nicht am Raster ausrichten. Ah, so kann ich ja viel besser ausrichten. Ich werde das nur noch so lassen. Viel exakter. Wir haben einen Teppich. Der kommt hier vors Bett, oder? Oder hier so. So leicht versetzt. Und jetzt haben wir noch Regale. Das Ruheregal. Wo stellen wir das mal hin? Das ist doof. Hier würde es drunter passen. Dann kommt das hier hin, würde ich behaupten.
Weil hier ist natürlich schlecht, da geht's nicht. Die Kommode. Die passt hier wunderbar drunter. Eine Bodenlampe. Da haben wir schon eine. Da hinten haben wir was stehen. Ein Sessel kommt ja noch, ne? Passt die Lampe hier in die Ecke? Ja. Dann kommt hier die Leseecke hin, weil er ja gerne liest. So, und den Sessel so ein bisschen in den Raum. So. Und noch ein Poster Languste. Wir sind wieder maritim unterwegs. Das Poster Languste kann ja eigentlich nur hier an die Wand. Bitte sehr, die Languste. So, alles verbaut. Das heißt, jetzt müssen wir die Kartons auspacken. Hier sind höchstwahrscheinlich die Bücher drin. Und hier ist dann... Was war das? Eine Eisenbahn, ne? Schauen wir mal. Holen wir die mal als erstes raus hier. Ein Skateboard. Ah, das kann man an die Wand hängen. Das finde ich gut. Geht aber nicht exakt mittig. Na gut, dann kommt es dahin. Was haben wir noch? Basketball. Das ist eine Buchstütze. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das hier wirklich das Bücherregal werden soll. Jetzt dreh das doch mal. Danke. Ach, er dreht es wieder zurück. Kommt das jetzt dahin? Zweite Buchstütze. Und die Bücher, die ich eigentlich hier reinpacken wollte. Die großen Coffee Table Books. Ich kann die aber auch nicht aufstellen. Das ist ein bisschen schade. Okay, der hat schon so ein paar Bücher. Alles klar. Ach, guck mal. Kleiner Frosch. Den stellen wir da oben drauf. Ein Lobster. Der kommt dahin. Bei den Buchstützen bin ich immer noch... Ah, wo können wir die mal hinpacken? Dann benutzen wir die eher als Deko-Gegenstände. Weil irgendwo muss ja gleich auch noch die Eisenbahn hin. Was haben wir als nächstes? Ein Roboter. Bin gespannt, ob hier auch noch so ein Notebook bei rauskommt oder eine Spielkonsole. Die packen wir mal mit auf den Schreibtisch. Die liegt da hinten. Zauberwürfel. Heißen die Zauberwürfel? Ich weiß es nicht. Autos. Okay, der ist noch nicht so groß. Oder das sind Andenken. Ah, und hier kommt jetzt die Eisenbahn. Ich hoffe, die ist nicht zu groß. Kann ich den Karton noch mitnehmen? Ja. Eine Kurve. Noch eine Brücke. Eine Kurve. Eine Gerade. Ah, nee. Es ist gar keine Gerade. Okay. Jetzt kommt hier noch alles. Das ist eine Gerade. Wie groß soll diese Eisenbahn werden? Soll ich die vielleicht doch auf den Boden stellen? Ja, muss ich ja fast, ne?
Ich habe mir nicht gemerkt, wie die Eisenbahn bei mir aufgebaut war. Nimm das mal weg. Bau das mal daran. Und das daran. Und das daran. Das weiter nach hier. Nee, das kommt nicht hin mit der Länge. Ich glaube, ich muss die Eisenbahn wirklich auf den Boden stellen. Da kriege ich ja keine Kurve mehr hin. So, da haben wir schon mal eine Lok. Ein Waggon. Waggon. Noch ein Waggon. Okay, das sind alle Teile. Wie kriege ich das denn? Müssen wir die hier doch drehen? So. Aber das passt ja hinten und vorne nicht. Moment. Das alles ein bisschen weiter zur Seite. Jetzt verbringt man hier mehr Zeit mit diesem Gepuzzeln. So. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Oh oh. Das wollte ich gar nicht. Nein! So. Ich wollte gerne die haben, genau. Und weiter nach vorne. Also ganz passt das nicht, aber. Passt so ganz und gar nicht. Jetzt passt's. Okay, sehr gut. Lok. Waggon. Mist, ich hätte ihn auf eine Gerade stellen müssen. Machen wir es andersrum. Ist das hier der Kohlenwagen? Nee. So, dann kriegen wir den da drauf. Ja, sieht nur komisch aus. Ach nee, der steht dahinter. Soll's eigentlich auf das Gleis. Das passt nicht, ne? Dann stellen wir dich dahin. So. Karton weg. Ist nicht ganz mittig platziert hier, aber man kann jetzt auch nicht alles haben, ne? Jutti, Zebras und Affen waren es auf den Boxen. Alles klar. Sehr schön. Badezimmer läuft. Ankleideraum läuft. Schlafzimmer. Passt für mich auch mit Leseecke. Sauber. Auftrag erfüllt. 3 goldene Sterne. Tür zu. Frau Fontana. Ihr Enkel kann kommen. Alles erledigt. Oh, jetzt aber ein schönes Häuschen. Ist da hinten nicht irgendwo unser Hausboot? Wahrscheinlich, ne? Das sieht aus, als könnte ich da das Grundstück kaufen. Naja. Okay, wie viel haben wir jetzt verdient? Wahrscheinlich sind das irgendwie um die 2 oder so. 10.606. Habe ich die Preise angehoben? Kann das sein? Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr schön. Annehmen. Ah, ich denke, da können wir uns jetzt schon so ein kleines Häuschen kaufen, oder? So zum Abschluss.
Vor allem können wir auch noch mal in die Montage gucken, ob wir irgendwas... Oh, wir haben ein paar neue Montagen gelernt. Sehr gut. Gehen wir mal rein. Tischlampe. Wie funktioniert das denn mit der Tischlampe? Es geht ja jetzt wahrscheinlich wieder auf Zeit und beim ersten Mal verhaue ich's. Montage abschließen, nur gut oder perfekt in weniger als einer Minute 10. Oha. Okay, wir brauchen das Päckchen hier. Da ist der Schirm, da sind die Beine. Gedrückt halten, um aufzunehmen. Dann machen wir das. Den. Zeit läuft. Den. Ups. Den. Montieren. Brauchen erstmal das Teil, richtig? Ich war doch schon drauf. Nee, war ich nicht. Schraube. Muss weiter reinschrauben. Noch nicht? Ach so, jetzt. Okay. Oh, ab zu weit gezogen. Na klar, erstmal, ne? Nicht gleich voll durchziehen. Wir brauchen das Teil. Wir benötigen wahrscheinlich das Teil. Oh oh. Ohne hinzugucken. Die Glühbirne. Oh, viel zu festgezogen. Und die kleinen Schräubchen noch. Ansetzen. Und jetzt durchziehen, oder? Er lässt mich nicht. Control. Ah, eine fehlt. Ärgerlich. Das hat jetzt Zeit gekostet. Ja, nicht in Bestzeit gemacht hier. Eieieiei. Das war aber jetzt nicht so der Knüller. Shift-Eingabe, 1 Stern, 2 Minuten Gebrauch, 2% Rabatt. Ah, das kriegen wir auch noch besser hin. Nicht heute, das holen wir einen anderen Mal nach. Wir gucken jetzt mal, was da noch ging. Dann verschieben wir das Haus und gucken mal, was noch bei dem... Oh, jetzt kommen neue dazu hier. Eine Wanduhr. Wanduhr gucken wir uns auch noch an. Da ist die Uhr. Wo bringen wir die an? So, Paket. Montieren. Man reiche mir eine Batterie und eine zweite Batterie. Jetzt müssen wir wohin? Irgendwas. Ach so, da. Alles klar. Montieren. Dann müssen wir erstmal... Hä? Einmal bohren. Ah, fast. Nicht ganz. Dann den Dübel. Dann den da. Und die Uhr. Müssen wir jetzt holen. Und ansetzen. Ach, herrje. Ah, 50 Sekunden waren gesetzt. Ja, okay, aber es war gar nicht so schlecht. Es war gar nicht so schlecht. Es war schon viel besser. Okay, bei 2 Sternen kriegen wir auch nur 2% Rabatt. Also, hier die 3 Sterne voll zu machen, scheint einfach nur nice to have zu sein. Gut. Regal und Tisch haben wir dann. Für die nächsten Male, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt noch Folgendes. Wir gucken bei den Häusern und kaufen uns das erstbeste und günstigste Haus, damit wir irgendwie einen Einstieg finden. Hier ist eins dazugekommen.
Das Haus am Strand ist dazu gekommen. Das ist das von der alten Dame, baugleich. 72.000 ist mir aber zu teuer. Wir kaufen uns das Lavendelhaus für den Einstieg. Und da können wir uns dann Stück für Stück so ein bisschen austoben und gucken, was wir damit machen. So, erstes Haus kaufen. Sehr schön. Büro hierhin verlegen, nein, aber zum Haus gehen und einmal gucken. Das ist heute noch drin. Erschaffe deine eigenen Regeln. Häuser gewinnbringend zu renovieren und weiter zu verkaufen ist nicht leicht. Du musst das Haus putzen, renovieren und möblieren. Und all das ohne eine Questliste. Bist du bereit zum Verkauf? Im Tab Auktionshaus findest du potenzielle Käufer. Na, dann schauen wir doch mal. Was haben wir hier erworben? Tja, Quests gibt es hier gar nicht mehr. Wir landen direkt im Shop, wenn wir hier reingehen. Das ist fein. So, der Sessel, wenn wir den sauber machen, dürfte der eigentlich noch ganz gut sein. Ja, der gefällt mir. Der Schrank, der muss weg. Die Vase ist eigentlich noch ganz gut in Schuss. Ist das hier nur schmuddelig oder? Nee, das ist alt. Okay, hier haben wir ein bisschen Müll. Oh. Ich schmeiß den mal nach vorn. Nicht ganz so weit. Sonst verschwindet der ja und der bringt ja Geld. Einmal die Mülltonne aufheben. Das schon mal da rein. Das auch. Den auch. Das auch. So, was offensichtlich wirklich Müll ist, einmal einsammeln. Dass das hier aus dem Weg ist. Da war noch Müll, da war noch Müll. Okay. So, das Bett hier sieht nicht mehr schön aus. Das kommt weg, der kommt weg, das kommt weg. Was haben wir hier? Alte Kartons. Der Stuhl sieht eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Die Kartons kann man verkaufen. Und das ist alles Müll. Dann ist die Mülltüte gleich wieder voll hier. Ah, geht noch. Okay. Das ist auch noch Müll. Ah, von außen müssen wir ein bisschen putzen. Die Vase sieht gut aus. Das kann man vielleicht auch verwenden. Vielleicht auch. Die Bretter verkaufen wir. Der Müll kommt einmal kurz weg. Ihr kommt weg. Der sieht, ist der dreckig oder ist der im Eimer? Nee, der ist auch durch mit dem Thema, ne? Der kommt weg, das kommt weg, weg. Die Stühle mag ich überhaupt nicht, kommt weg. Da ist noch Müll. Garderobe, schauen wir mal, ob man die vielleicht verwenden könnte. Was haben wir hier? Eine Vase. Eine Vase. Das Teil. Ein Schirmständer, würde ich sagen, ne? Hier haben wir noch Altpapier. Müll. Der kommt weg. Oha. Mhm. Sehr schön. Zement. Hier wurde angefangen, aber nicht vollendet. Die Wand hier würde ich gerne rausreißen, aber das können wir noch nicht. Gut. Kleine Küche. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Das hier dürfte kleines Wohnzimmer sein. Oha, wir kommen gar nicht richtig rein. Kleines Schlafzimmer, behaupte ich mal. Hier ist sogar noch Farbe. Aufbewahrung oder Garderobe, Wäsche, hier ist das Badezimmer. Ja, das war das Haus mit der ersten Mission, die wir gemacht haben, auf jeden Fall.
Und nach oben geht's nicht. Hat nur ein Stockwerk. Gut. Und hier geht's in den Garten. Jawohl. Na, dann haben wir ja ein bisschen was zu tun hier, würde ich sagen. Oh, jetzt muss man aufpassen, sonst verkauft man hier nämlich versehentlich auch mal eben schnell einfach so einen Türrahmen. Nicht schlecht. Da würde ich sagen, dem widmen wir uns dann aber in Ruhe. Sehr gut. Unser erstes Häuschen. Tada! Gekauft. Perfekt. 72.000 noch auf dem Konto. Das heißt, wir können damit auch ein bisschen was anstellen. Das ist doch gut. Sauber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für heute ist Schluss. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Like freut mich natürlich auch und ein Abo ebenso. Und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder, wenn wir weitere Missionen erledigen und uns Stück für Stück diesem kleinen Häuschen hier widmen, um es dann später gewinnbringend, hoffentlich gewinnbringend, wieder zu verkaufen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.